Hallo alle zusammen, ich hoffe es geht euch allen gut da draußen. Die nächste Tanki ist fertig, die Tanki 32. Auf der einen Seite mit einer isländische Zwiegesänge, isländische Pentatonik. Auf der Seite ist es eine gälische Hexatonik, also so Richtung keltisch. Auch hier nochmal ein kleines Vorspiel und ich will euch einfach mal noch ein paar Unterschiede beim Spielen zeigen. Erstmal die Töne. Hexatonik. So, jetzt haben ja einige gefragt, kann man ja auch mit den Händen spielen, kann man natürlich auch. Und da will ich euch einfach mal zeigen, es macht schon ganz viel aus. Der Unterschied, wenn ich es einfach normal aufsetzen habe, dass unten die Töne nicht mitschwingen können, dann hört es sich nochmal anders an, als wenn man unten die Töne offen hat. Geht natürlich auch mit weicheren Klöppeln. Viele sagen immer, das hört sich so hart an. Ja, ich mag halt die harten Klöppel. Es gibt auch weichere, dann hört sich noch mal anders an. Also geht auch beidseitig. Und was hier auch geht, was ich schon nie erwähnt habe, mit kleinen, richtig festen Industriemagneten, wenn man die innen drin befestigt, kann man die auch nochmal anders stimmen, dass man sich selber nochmal eigene Tonleitern quasi stimmt. Ja, das war's von meiner Seite. Wenn es euch gefällt und ihr Interesse dran habt, die E-Mail-Adresse steht unten drunter. Ich wünsche euch alles Gute. Bis denne.